Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Eurotruck Simulator 2 Video. Um genau zu sein, auch dem ersten Eurotruck Simulator 2 Video in der allerersten Eventwoche in Eurotruck Simulator 2. Und oh, ich wollte eigentlich aus dem Pausemenü vorher rausgehen, never mind. Ja, wie ihr sehen könnt, der Schnee ist mittlerweile weggeschmolzen. Der Frühling, der beginnt so langsam. Die Modlist ist auch aktualisiert. Ich habe sowohl die Frosty Weather Mod als auch Frosty Winter war es, glaube ich, als auch Brutal Weather Mod habe ich rausgenommen und die mit dem Spring Weather und so weiter Spring Weather Mod Bums ausgetauscht. Zusätzlich dazu noch ein bisschen HDR reingepackt und dunkleren Himmel. Ich stehe immer noch in Wischebsk und ich werde jetzt erstmal zur Werkstatt fahren, den Truck, soweit es geht, präparieren für diese Woche. Heißt, ein bisschen mit Upgrades vollballern und dann müsste ich prinzipiell eben nach Schweden rüberfliegen, nach Linköping, den Truck dorthin verschrachten lassen, weil es einfach nur, und ich meine komplett nur, aktuell gibt es nur in Linköping 2 Aufträge. Nicht mehr, nur 2 Aufträge. Aber zuerst geht es einmal kurz hier um die Ecke zur Werkstatt. Warte nicht hier. Ne, lieber hier. Lass uns loslegen. Und dann wird der Volvo auch erstmal ein bisschen upgraded und repariert noch. Und passend zum Frühling, auch wenn es draußen eigentlich eher immer noch winterlich kalt ist. Also für mittlerweile hier für nordische Verhältnisse ist das schon ein richtiger Winter. Biege nach links ab. Temperaturmäßig scheint jetzt hier wieder die Sonne. Und ballert hier so richtig rein, dass ich kaum noch was sehe. Biege nach rechts ab. Das ist frei. So konnte ich gerade noch sehen. Und dann links abbiegen. Genau, denn es gibt einfach keine Spezialaufträge hier im Osten und sind die einzigen in Schweden und die einzigen Aufträge, die es wirklich gibt, sind gerade in Linköping. Aber erstmal wird der Truck hier präpariert für Schwertransporte. Baby, nothing's clearer. You got me running around like there's so much to do.
Ja, ich würde sagen, das wird fürs Erste unser Ride, unser Truck. Damit ist für das komplette gesamte Geld dann wieder flöten gegangen, aber das kommt ja auch wieder schnell rein, ne? So ist es ja nicht. Im späteren Verlauf kann er natürlich auch noch mal sich verändern, der Truck. Oh, ich habe hier sogar noch ein paar Sachen vergessen. Aber dafür reicht das Geld nicht mehr. So, wir sind in Linköping angekommen. Dann lasst uns mal schauen, welcher Spezialtransport unser erster sein wird hier in der Eventwoche. Ja, ich würde sagen, viel Geld bringen sie nun auch wieder nicht jetzt gerade, aber ist halt wie es ist. Dann fahren wir ein Nutzfahrzeug-Chassis. 8,3 mal 6,0 mal 4,1 Meter und 55 Tonnen schwer von Linköping nach Kalmar. Für knapp 11.000 Euro und ja, ne, 45,97 Euro pro Kilometer, schon nicht schlecht. Ist zwar ein kurzes Ding, aber ist halt wie es ist. Auch Schwergut sind wir jetzt nicht so allzu sehr perfekt. Aber wir sehen zumindest perfekt aus. Achtung, du beabsichtigst einen Spezialauftrag auszuführen. Zwei Begleitfahrzeuge werden dich hierbei leiten. Sei vorsichtig und folge ihren Anweisungen und Vorschlägen im Route Advisor. Spezialtransporte wie dieser halten nicht an roten Ampeln und haben in den meisten Situationen Vorfahrt. Während solcher Transporte werden häufiger Wegpunkte angelegt, um deinen Fortschritt zu speichern. Richte besondere Aufmerksamkeit auf Folgendes: Vermeide jeglichen denkbaren Konflikt mit den Begleitfahrzeugen und halte die Fracht zwischen ihnen. Weiche nicht von der geplanten Route ab und suche keinesfalls Tankstellen, Rastplätze oder ähnliches auf. Beachte die Geschwindigkeitsbeschränkungen, die durch das vordere Begleitfahrzeug sichergestellt werden. Achte auf überholenden Verkehr. Spurwechsel sieht wie folgt aus: oder Spurwechselmanöver. Erst das hintere Begleitfahrzeug, dann das vordere, dann ich. Befolgst du diesen Regeln nicht, könnte dein Spezialauftrag scheitern. Ab vorne fahren sie schon los. Wir machen mal unser Bling Bling an und legen los. Es sind auch halt die Touren sind relativ kurz mit solchen Aufträgen, oder wenn die Aufträge kurz sind, ist es nicht so schlimm, denn demnächst links abbiegen. Biege nach links. Was man halt auch sagen muss, ist, dass das Sonnenlicht, das ist echt ätzend gerade. Ich glaube, ich komme da hinten gegen an, oder? Ja. Ist ja super. Ich Spezialaufträge und ich bin komplett blind, weil ich einfach nichts sehe, obwohl wir halben Tag haben. Mit dem Monitor jetzt nicht heller machen kann, abgesehen von dem anderen hier, aber dann fetzen wir die Augen auch weg, weil ich hier noch nebenbei guten Taskmanager offen habe, der ein bisschen heller ist. Aber ich mache es mal, damit ich zumindest hier auf dem anderen Monitor fahren kann. Ich glaube, ich mache es auch eben kurz mal ein bisschen größer, das Ganze. Dann fahre ich jetzt mal einfach über OBS.
Ja, danke. Danke, Steam. Wieder super unangenehm zum Kotzen hier. Ja, das kommt auch, wenn man raustappt, dann ja, denkt sich Steam wieder, ach Mensch, schau dir mal mein schickes Overlay an. Du hast es deaktiviert? Ach egal, ich zeig's dir trotzdem. Jedes Mal wieder aufs Neue und jedes Mal wieder aufs Neue vergesse ich es, weil das, ja... Weil ich halt nicht durchgehend Steam-Spiele spiele, nicht den ganzen Tag. Biege nach links ab. Es soll ja auch andere Sachen geben. Ach du Heiliger. Ach ja. Schöne Rennen fahren, das Ganze wahrscheinlich auch, glaube ich, nur mit, was war das, 60, glaube ich, Maximum, oder war das 4, ne, das war, glaube ich, 60 Maximum. Also generelles Maximum von 60, meine ich. Demnächst links abbiegen. So, gerade los, ach, ich gucke wieder auf den Verkehr im Monitor. Biege nach links ab. Hier zum Glück ein bisschen mehr Platz, weil hier niemand im Weg steht oder niemand wartet. Was ist denn jetzt eigentlich mit der Sonneneinstrahlung? Bleibt die immer noch permanent so bescheiden zum Aufnehmen oder so? Ich habe eigentlich vorgehabt heute, ja, entweder die ganze Woche oder halt zumindest eine Menge aufzunehmen. Zumindest 4 Stück oder so. Okay, wir bremsen hier sogar nochmal ab. Zusätzlich. Zu dem, was sowieso schon abgebremst wird. Ich habe noch gar nicht wirklich so die Zeit gehabt, darauf zu achten, ob wie jetzt das... Also, den Frühling konnte ich bisher noch nicht genießen, weil ich einfach nichts gesehen habe. Das kommt natürlich auch noch dazu. Okay, es bleibt einfach viel zu schön zum Aufnehmen. Heute. Wie war das nochmal? Ich glaube, Montag war es, glaube ich, ganz gut, oder? Ja, morgen auch. Morgen kann ich dann auch nochmal aufnehmen. Vielleicht nehme ich dann heute auch nicht ganz so viel auf, sondern nur ein, zwei Folgen. Sagen wir mal zwei Folgen, zwei bis drei Folgen und dann morgen den Rest. Bleibt mir wahrscheinlich sogar gar nichts anderes übrig, weil ich einfach nichts sehe. So, jetzt hier durch den Kreisverkehr. Bitte links halten. Geschwindigkeiten anpassen. Wir fahren einfach hinterher. Links halten und dann Ausfahrt links nehmen. Schon drüber. Nimm die Ausfahrt links. Ach je. Noch ein Spurwechsel. Oh. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Mein Gott, die Sonne. Ich krieg den Mist auch nicht größer, das ist das Problem. Da ist nach links, einer rechts. Nimm die Ausfahrt rechts. Weit nach rechts, ja. Das Einzige, was mir jetzt fehlt, ist wieder hier... Oh.
Ich mache wieder eine sehr schnittreiches erstes Video. Einfach nur um die Voreinstellung zu treffen. Weil ich mit der Sonne echt nicht gerechnet habe. Verstehe auch nicht, warum es immer nur drei bis vier Sonnenstunden geben soll, aber die Sonne einfach den ganzen Tag irgendwie dabei ist. Also gefühlt jede Stunde. Oh, sieht aber auch nice aus hier mit dem Untergang. Auf welches ich jetzt leider nicht drauf wirklich auch achten kann, aber sieht schon schick aus. Gefühlt jede Stunde zwei Drittel Sonne, ein Drittel Wolken, trotz drei bis vier Stunden Sonne Maximum. Zumindest immer also ab 14 Uhr oder zwischen 12 und 14 Uhr geht das los, dass das dann halt immer so ist. Also das ist irgendwie weird in den letzten Tagen. Ich hoffe mal, morgen ist es dann halt wirklich nur bewölkt. So, jetzt ist ja ein Linköping vorbei. Jetzt sind wir immer noch bei Linköping, okay. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja. Aber es ist gut, dass wenn die Folgen wirklich weiterhin so verhältnismäßig kurz bleiben, was die Strecken betrifft. Das passt sehr schön. Lass uns loslegen. Dann wollen wir mal weiter. Beziehungsweise wieder zum Kreisverkehr zurück. Wunderbar. Nehmen wir die Ausfahrt rechts. Vielleicht hätte ich noch warten sollen, vielleicht Linköping nochmal forceloaden oder so. Aber es beruhigt sich ja jetzt wieder. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Zweite Ausfahrt, einfach dem Begleitfahrzeug hinterher. Eigentlich brauche ich aus Navi gar nicht wirklich über dieser Fahrt hören, weil ich eigentlich nur aus Begleitfahrzeug hören muss. Ja, was ist hören, ne? Hören im übertragenen Sinne. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Diesmal die erste, gibt ja auch nur eine. Nimm diese Ausfahrt. Und weiter geht die wilde Fahrt. Mehr mittig halten hier bei den ganzen nahen Laternen fehlen. Noch hier die Schilder. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Schön aber auch, wie die KI einfach wirklich hier hält und wartet. Also. Immerhin nur auf den Auflieger und nicht auf die Fracht. Das ist ja schon mal was. So, wo geht's überhaupt nochmal hin? Es geht, New Berlin. Nur halt in Kalmar. Ja, ist schon schön, hier durch den Frühling zu fahren.
Wie gesagt, wir also durch die Gott, ja. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Durch die Frühlingsmod und mit der Frühlingsmod und mit der Grafik Frühlingsmod fahre ich so lange, bis die 1,40 draußen ist. Und ab dann wird halt mit der 1,40 gefahren, ne? Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ab dann wird mit der 1,40 gefahren und auch ohne Grafikmods. Dann ist wahrscheinlich zwar noch nicht Sommer oder so, aber. Ja. Dann wird. Nimm diese Ausfahrt. Ich sag mal, bis zum Herbst mit der kompletten Vanilla-Mod gefahren. Also mit dem kompletten Vanilla-Grafik-Einstellungen, sag ich mal. Ohne irgendeine Grafik-Mod oder sonstigem. Und ab Herbst gibt es dann wieder aktualisierte Herbst-Mod. Sofern es nicht irgendwie bis dahin dann das Ganze auch von SCR Software selbst da bereitgestellt gibt. Ansonsten nehme ich mir dann die Hilfe von der Modding Community, um ein bisschen mehr Varietäten reinzubringen, mehr Abwechslung reinzubringen. Noch 83 Kilometer. Bis zur Abladestelle von New Boliden in Kalmar. Aber erstmal geht's nochmal wieder hier. Biege nach links ab. Ich nehme mal hier die Ideallinie. Ist ja hier mehr. Sind ja mehr Racing-Kurven hier. Sehr schön. Also bei Nacht sieht man auch viel mehr, wie der Truck leuchtet. Auch sehr schön. Oha. Der leuchtet aber ordentlich. Sehr schön, finde ich gut. Obwohl ich den eigentlich fast nur von hinten gerade sehe. Aber ja. Ohne schönes Lichterfest mit den ganzen LED-Sachen. Ah, gefällt mir gut. Gefällt mir echt gut. Das wäre auch das erste Mal wirklich, dass ich sehe, was in dem Volvo FH Tuning Pack mit drin ist. Um das Ganze halt so in Aktion zu sehen, das sieht schon, ist schon fancy alles. Man merkt, ich werde gut runtergebremst. Aber es geht ja eh wieder bergauf, da werde ich ja wieder Geschwindigkeit verlieren. Geht's bergauf? Nicht wirklich. Aber so leicht verliere ich an Geschwindigkeit auf das Begleitfahrzeug, auf das vorausfahrende Begleitfahrzeug. Ich nehme den Tempomat nochmal raus, pack nochmal auf 60 glatt. Jetzt geht's aber wirklich bergauf. Jetzt muss ich mich schon wieder ein bisschen mehr konzentrieren, weil es halt auch noch dunkel wird, die Sonne von hinten scheint. Und ich gleich wieder nur mit
20 Kilometer pro Stunde hoch, Eier. Aber gut, ist halt wie es ist. Ich muss mal schauen, weil wahrscheinlich nicht, weil wahrscheinlich das Getriebe auch so beibehalten nach der Woche und werde dann auch normal mit dem Getriebe weiterfahren. Das ist halt auch, ist ja auch nicht für Standard gut, es ist ja nicht schlecht, ne, also. Sag mal jetzt nicht, da hat ein falsches Fahrzeug jetzt hinter mir. Nee, okay, ich dachte. Es sah gerade kurz so aus, als ob das, als ob sich normal das KI-Fahrzeug dazwischen gemogelt hat, aber es sah halt auch nur so aus, weil ich ja eh nichts sehe. Ich habe nur Lichter gesehen, mehr nicht. Aber nur die Frontscheinwerfer. Die Sonne ist einfach zu sehr am Knallen, also zwei Folgen kriege ich vielleicht hin, wenn ich Glück habe. Am Stück, aber mehr bei diesen bescheidenen Aussichten von nur Sonne, also nur Sonne, ist halt echt schon, ist halt nicht mehr drin. So, noch 28 Kilometer, wir sind also so gut wie da. Das ist ja auch schon mal schön. Es ist natürlich belastend, dass man jetzt auch gar nichts mehr sieht, also dass man nicht mal mehr sieht, wo jetzt wirklich, man kann jetzt, ich kann jetzt echt nur noch blind fahren, also klar, Rückspiegel sehe ich jetzt auf der linken Seite zumindest, wenn, gut, die Grundumleuchte, die hilft halt schon ungemein, aber ich sehe halt trotzdem nichts wegen einer blöden Sonne. Das Gute ist, es wurde schon aufgetankt, die Spezialaufträge sind prinzipiell gut, muss man gar nicht tanken. Einfach zwischendurch einen Spezialtransport annehmen und dann braucht man selber gar nicht tanken oder das Tanken bezahlen. Aber ein bisschen muss ja Geld ausgegeben werden, ne? Also. Biege nach rechts ab. Ach du heiliger Bimbam. Ich sehe nichts, ich fahre einfach. Tolle Kameraperspektive. Die ist ja genauso toll. Aber dabei, die geht ja noch. Gut, da gibt es keine Kamera. Vorbeifahrt mehr, keine Kamera, Vorbeifahrt mehr möglich. Aber gut, ich bin ja jetzt auch gleich da. Danach geht es nochmal kurz. Puh. Wahrscheinlich komplett nochmal nach Kalmar rein, um dort sich aufs Ohr zu hauen. Dann schauen wir auch gleich nochmal kurz. Hoppala, jetzt wird's eng hier. Dann schauen wir auch gleich nochmal ganz kurz gemeinsam nach. Wir sind fertig. Wohin die Reise im morgigen Video gehen könnte. Dann lade ich mal eben das ganze gute Stück hier ab. Genau. Und dann ist auch das ganze Rennen hier dann zu Ende. Sehr schön. Ausgezeichnet, Achievement Log Big Brother. Okay. Achievement Progress. Ja, da waren noch zwei Achievements, die im Progress waren. Ausgezeichnet, Spezialtransport erledigt. Gefahrenstrecke 226 Kilometer, Dauer 10 Stunden und
250 Liter hab ich verbraucht. Insgesamt gab es dafür 10.990 Euro und 575 Erfahrungspunkte. Dann geht die Reise. Ich guck einfach jetzt schon mal nach, damit ich auch weiß, wo ich jetzt hinfahren soll zum Pennen. Ist natürlich nur der eine wieder in Linköping. Das heißt, es geht dann, würde ich sagen, wieder hoch nach Linköping. Zum Pennen. Wieder nach Kalmar. Das sind ja tolle Aussichten hier. Aber wobei, nach dem Schlafen kann es da wieder anders aussehen. Ne? Also, ich fahre jetzt einfach kurz hier rechts rum und dann lege ich mich da aufs Ohr. Und dann, je nachdem. Boah, das Blink kam wieder aus. Und direkt vor mir sehen wir auch die Effekte des Frühlings. Beziehungsweise der Frühling-Mod. Spring-Mod. Büsche mit Farbe. Wenn man so möchte. Dann, jetzt kurz zum Pennen, genau, also wie gesagt, ich werde vielleicht, schauen wir mal, ich werde wahrscheinlich nach der Woche dann zumindest hier das hintere Teil vielleicht nochmal anpassen, nochmal was anderes probieren, wie das aussieht. Aber das dann alles zu gegebener Zeit. Ja, das war der spezielle Shoppen. Ja. Lass nicht drüber reden. Edelwitzka, wieder so ein knappes Ding. Getankt werden muss ja prinzipiell nicht. Habe ich ja noch ordentlich Platz für. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Von diesem Euro war jetzt im Weiter 2 Video, dem ersten unter der Flagge der allerersten Spezial, der allerersten Eventwoche hier in Euro Truck Simulator 2. Ich lege mich jetzt hier aufs Ohr und dann schauen wir morgen nochmal gemeinsam, ob es wirklich dann wieder von Linköping wieder nach Lamar geht. Nur diesmal mit einer anderen Ladung. Das war alles dann morgen um, ja, planmäßig 15 Uhr. Im Sinne, danke mich vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Euro Truck Simulator Video hier in der Eventwoche.